Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sonntag, 19. Oktober. Heute hören wir das Andachtswort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18a. Seid dankbar in allen Dingen. In einem Kreuzworträtsel soll ein Wort mit vier Buchstaben gefunden werden. Die Angabe lautet Vergeltung. Sofort kommt dem Rätselfreund Rache in den Sinn. Doch da stimmt die Buchstabenzahl nicht. Vielleicht, so denkt er, könnte es Hass sein, aber leider passt dies nicht für die andere Richtung. Da geht ihm plötzlich ein Licht auf. Vergeltung kann doch auch positiv verstanden werden. Und so findet er endlich das richtige Wort. Dank. Paulus forderte die Christen auf, seid dankbar in allen Dingen. Auch in Krankheit, auch beim Verlust eines lieben Menschen, auch für die anscheinende Absurdität des Weltgeschehens? Von der Vernunft her haben wir da viele Einwände. Aber mit der reinen Vernunft kommen wir hierbei nicht weiter. Sie kann uns keine befriedigende Antwort auf diese Fragen geben. Anders denkt und antwortet der Glaube. Vieles, was wir nicht verstehen können, dürfen wir im Vertrauen Gott anheimstellen und damit das heutige Bibelwort trotz allem bejahen. Denn der Glaube weiß, dass Gottes Rechnungen nicht aufgehen wie mathematische Gleichungen. Gottes Wege sind nicht markiert, ihr Ziel findet sich auf keiner geografischen Karte. Gottes Handeln ist oft nicht durchsichtig und erscheint uns nicht einsichtig, denn es ist unbegreiflich. Aber Gott kann für die, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken lassen. Dies theoretisch zu wissen, lernen wir im Bibelgespräch am Sabbat. Was es aber wirklich bedeutet, lehrte mich eine alte Glaubensschwester, die ich als junger Prediger aufsuchte. Sie lag schwer krebskrank im Wasserbett eines Wiener Krankenhauses. Der Zweite Weltkrieg mit seinen Nöten und Entbehrungen wirkte noch nach. Da die ganze Abteilung im Keller bei flackerndem elektrischen Licht untergebracht war und sich ein Bett mit Dahinsiechenden an das andere reihte, schien es mir, als wäre ich in Dantes Inferno geraten. Was sollte ich da als junger Prediger sagen? Die Theorie kannte ich, aber das Wort zur Praxis fehlte mir. Unsere Schwester hat mir die Aufgabe abgenommen. Sie zeigte mir, dass ein gläubiger Christ auch in solcher Not noch zum Danken fähig ist. So hat sie mich mehr getröstet als ich sie. Obwohl es meine Pflicht gewesen wäre, sie im Glauben zu stärken, hat sie mir gezeigt, dass man gerade aus der Tiefe den besten Blick für den Himmel hat. Hans Heinz.